Sie sind hier, 27. August 2018, 11.35 Uhr, von Conan Furlan, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Josip Brekalo vom VfL Wolfsburg bekennt sich nicht zur Vielfaltsaktion seines Vereins. Urheberrecht Getty Images. Beim VfL Wolfsburg will man sich mit einer speziellen Kapitänsbinde für eine tolerante Gesellschaft einsetzen. Josip Brekalo vom VfL hält davon nicht viel. Im Zuge der DFL-Aktion Strich durch Vorurteile am 27. Spieltag der vergangenen Saison sagte der damalige Frankfurt-Spieler Kevin Prinz Boateng: Es darf einfach nicht sein, dass jemand wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion oder seiner Sexualität ausgegrenzt und beleidigt wird. Der VfL Wolfsburg unterstrich dieses Bestreben nun am ersten Bundesliga-Wochenende und stattete Kapitän Joshua Gilavogui gegen den FC Schalke 04 1:1 mit einer Binde in Regenbogenfarben aus. Doch dieses weltweit verbreitete Symbol einer vielfältigen Gesellschaft schmeckte einem Mitspieler von Gilavogui gar nicht. Anzeige: Jetzt das neue Trikot des VfL Wolfsburg kaufen? Hier geht es zum Shop, denn Josip Brekalo bekennt sich nicht zu diesen Werten, wie er preisgab: Ich bin sehr religiös erzogen worden. Wenn jemand eine andere Art zu leben bevorzugt, dann ist das okay für mich, weil das seine Sache ist. Aber ein spezielles Symbol für die Einstellung anderer Leute muss und möchte ich nicht tragen. Wolfsburg Brekalo Aussage im Kontrast zu Schmatke. Ziel der Kroate distanziert sich mit dieser Aussage zur Homosexualität vom Vorhaben des VfL-Geschäftsführers Jörg Schmatke, der ein deutliches Zeichen setzen wollte: Wir stehen als Verein für eine tolerante Gesellschaft. Noch deutlicher wurde die Haltung des 20-Jährigen anhand seiner Likes auf Instagram, wie die SZ berichtete. Demnach versah Brekalo negative Kommentare zu der Aktion unter den Beiträgen seines eigenen Vereins mit einer Gefällt-mir-Angabe. Inzwischen seien die Likes weg. Brekalo hätte diese mit Telefonproblemen begründet. Bereits letzte Saison hatte sich die Frauenmannschaft aus Wolfsburg zu der Aktion bekannt. Kapitänin Nilla Fischer bat ihre Vorgesetzten erfolgreich um die Erlaubnis, mit der Binde in Regenbogenfarben aufzulaufen. Für die Schwedin hätte diese Stolz, Vielfalt und Respekt füreinander symbolisiert. Lesen Sie auch: Chelsea steht vor dem Verkauf. Mignolet kritisiert Klopp wegen Karius-Leihe. Conan Furlan, Jahrgang 1995, absolviert 2019 seinen Master Sport Business und Kommunikation an der Munich Business School. Zuvor mehr.